Und ja, wir haben dieses Jahr wieder ein Bühnenprogramm vorbereitet für die Chaos West Stage. Wir machen das 4 Tage lang, von morgens 11 bis abends 0 Uhr. Und dann kommt noch der Klangteppich 4 Stunden. Und zwar, wir haben insgesamt 97 Einreichungen und haben daraus 54 Vorträge ausgewählt und haben insgesamt 638 Reviews in unserem System erfasst. Vielen, vielen Dank an unsere Reviewer, an Zanderio und auch Thunfisch und sowieso den ganzen FOH und was hier sonst so an Chaos West noch alles an Infrastruktur gemacht wird. So, wir haben folgende Themen. Einmal, beziehungsweise Tracks. Der erste Track ist das Thema Queer. Wir haben Einreichungen zum Thema Queer mit, oder im Kontext, wie ist es, queer im CCC zu sein, was bedeutet es, historisch queer zu sein. Da haben wir eine Handvoll Vorträge und das freut uns sehr. Außerdem haben wir einige Vorträge zum Thema Antifaschismus, weil die Welt wird immer politischer, ob wir es wollen oder nicht. Und ich glaube, Antifaschismus ist die bessere Alternative davon. So, und wo wir schon mal beim Thema politisch sind, der nächste Track ist das Thema Klimakatastrophe. Und ja, ich denke, der ist selbsterklärend. Und dann halt noch unsere 3 Standard-Tracks, All About Computers, Nicht-Computer und Spiele. So, dann würde ich das Wort an Raketenlurch übergeben. Ja. Raketenlurch erzählt uns was über den Aufbau, da war ich nämlich nicht da. Ja, für alle, die sich vielleicht erstmal fragen, was ist dieses Chaos West überhaupt? Das ist so grob vereinfacht gesagt ein Zusammenschluss von vielen Hackspaces, die so grob aus dem westdeutschen Raum kommen. Und wir schmeißen halt immer für Veranstaltungen irgendwie ein bisschen finanzielles Budget und Menschenpower zusammen, um halt zum Beispiel sowas wie diese Bühne hier auf die Beine zu stellen. Ja, und ich war auch schon seit dem 17. hier und habe irgendwie so ein bisschen das Ding mit aufgebaut. Ich war dann am Ende der Woche nicht mehr so involviert, da waren noch Menschen mehr dabei, die halt wirklich die komplette Woche hier die Bühne aufgebaut haben und die, glaube ich, viele sitzen da hinten am anderen Ende der Bühne und kümmern sich noch um die Technik. Ja, ein Applaus. Ja, und ich glaube, das war es dann auch schon. Ich denke auch, weil wer hat schon Bock auf lange Einleitungen? Und damit würde ich sagen, ich übergebe an den Stream vom großen Opening. Wir sehen, da hinten laufen schon die ersten Leute rein. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Bühne. Und reicht doch nächstes Jahr auch mal was ein.